Esther, Kapitel 1. Nun geschah es in den Tagen des Ahasverus, das ist der Ahasverus, der von Indien bis Äthiopien als König über 127 Gerichtsbezirke herrschte, in jenen Tagen, als König Ahasverus auf seinem Königsthron saß, der sich in Susa, dem Schloss, befand, dass er im dritten Jahr seiner Regierung ein Festmahl für alle seine Fürsten und seine Diener hielt, die Streitmacht von Persien und Medien, die Edlen und die Fürsten der Gerichtsbezirke vor ihm. Als er den Reichtum seines herrlichen Königreiches und die Ehre und die Schönheit seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, zeigte. Und als diese Tage voll geworden waren, hielt der König für alles Volk, das sich in Susa, dem Schloss, befand, für die Großen wie auch die Kleinen, 7 Tage lang ein Festmahl im Hof des Gartens des Königspalastes. Da gab es Linnen, feine Baumwolle und blauen Stoff, festgehaltenen Schnüren aus feinem Gewebe und purpurrötlich gefärbte Wolle an silbernen Ringen, und Marmorsäulen, Ruhebetten aus Gold und Silber, auf einem Pflaster aus Porphyr und Marmor und Perlmutter und schwarzem Marmor. Und man reichte zum Trinken Wein in goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden, und der königliche Wein war in großer Menge vorhanden, den Mitteln des Königs entsprechend. Was die Zeit des Trinkens nach dem Gesetz betrifft, da war niemand, der nötigte, denn so hatte es der König für jeden großen Mann seiner Hausgemeinschaft angeordnet, damit nach dem Belieben eines jeden und aller getan werde. Auch Vashti, die Königin selbst, hielt ein Festmahl für die Frauen in dem Königshaus, das König Ahasverus gehörte. Als am 7. Tag des Königs Herz vom Wein in froher Stimmung war, hieß er Mehuman, Bista, Habona, Bikta und Abakta, Seta und Karkas, die 7 Hofbeamten, die der Person des Königs Ahasverus Dienst leisteten, die Königin Vashti im königlichen Kopfschmuck vor den König zu bringen, um den Völkern und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön von Aussehen. Aber Königin Vashti weigerte sich anhaltend auf das durch die Hofbeamten übermittelte Wort des Königs hin zu kommen. Darauf wurde der König sehr zornig und sein Grimm loderte in ihm auf. Und der König sprach dann zu den Weisen, den Zeitenkundigen, denn auf diese Weise kam die Sache des Königs vor alle, die im Gesetz und in Rechtsfällen bewandert waren. Und die ihm am nächsten standen, waren Karschena, Sheta, Admata, Tarshish, Meres, Marsena und Memuchan. 7 Fürsten von Persien und Medien, die zum König Zutritt hatten und die die ersten Sitze im Königreich einnahmen. Was soll nach dem Gesetz mit Königin Vashti getan werden, weil sie das vom König Ahasverus durch die Hofbeamten Gesagte nicht ausgeführt hat? Darauf sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Es ist nicht gegen den König allein, dass Vashti die Königin Unrecht getan hat, sondern gegen alle Fürsten und gegen alle Völker, die in allen Gerichtsbezirken des Königs Ahasverus sind. Denn die Angelegenheit der Königin wird hinausdringen zu allen Frauen, so dass sie ihre Besitzer in ihren eigenen Augen verachten werden, wenn man sagt: König Ahasverus selbst sprach, man solle die Königin Vashti vor ihn bringen, und sie kam nicht. Und an diesem Tag werden die Fürstinnen von Persien und Medien, die von der Angelegenheit der Königin gehört haben, zu allen Fürsten des Königs sprechen. Und es wird viel Verachtung und heftigen Zorn geben. Wenn es dem König gut scheint, möge ein königliches Wort von seiner Person ausgehen.
und es werde in den Gesetzen von Persien und Medien aufgeschrieben, damit es nicht zu bestehen aufhöre, dass Vashti nicht vor König Ahasverus hereinkommen darf. Und ihre königliche Würde gebe der König einer Gefährtin von ihr, einer Frau, die besser ist als sie. Die Verordnung des Königs, die er erlassen wird, soll in seinem ganzen Reich gehört werden, denn es ist weit ausgedehnt. Und alle Frauen selbst werden ihren Besitzern Ehre zollen, die Großen wie auch die Kleinen. Und die Sache war wohlgefällig in den Augen des Königs und der Fürsten. Und der König ging daran, gemäß dem Wort Memuchans zu tun. So sandte er Schriftstücke an alle Gerichtsbezirke des Königs, an jeden Gerichtsbezirk in seiner eigenen Schreibweise und an jedes Volk in dessen eigener Zunge, damit jeder Ehemann ständig als Fürst in seinem eigenen Haus handle und in der Zunge seines eigenen Volkes rede. Kapitel 2. Nach diesen Dingen, als sich die Wut des Königs Ahasverus gelegt hatte, gedachte er Vashtis und dessen, was sie getan hatte und was gegen sie entschieden worden war. Dann sprachen die Bediensteten des Königs, seine Diener: Man suche für den König junge Frauen, Jungfrauen, schön von Aussehen. Und der König bestimme Beauftragte in allen Gerichtsbezirken seines Reiches, und sie sollen alle jungen Frauen zusammenbringen, Jungfrauen schön von Aussehen, nach Susa dem Schloss, ins Frauenhaus, in die Obhut Hegeis des Eunuchen des Königs, des Hüters der Frauen. Und man gebe ihnen ihre Massagen. Und die junge Frau, die in den Augen des Königs wohlgefällig erscheint, werde Königin an Vashtis Statt. Und die Sache war wohlgefällig in den Augen des Königs, und er ging daran, so zu tun. Ein gewisser Mann, ein Jude, befand sich in Susa, dem Schloss, und sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimeis, des Sohnes Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem ins Exil geführt worden war, mit den Weggeführten, die mit Jechonja, dem König von Juda, ins Exil geführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil mitgenommen hatte. Und er wurde der Pfleger der Hadassa, das ist Esther, der Tochter des Bruders seines Vaters, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und die junge Frau war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und beim Tod ihres Vaters und ihrer Mutter hatte Mordechai sie sich zur Tochter genommen. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz gehört wurden, und als man viele junge Frauen nach Susa, dem Schloss, in die Obhut Hegeis zusammenbrachte, dass Esther dann in das Haus des Königs, in die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen, genommen wurde. Nun war die junge Frau in seinen Augen wohlgefällig, so dass sie liebende Güte vor ihm erlangte, und er beeilte sich, ihr ihre Massagen und die für sie geeignete Speise zu geben und ihr 7 auserlesene junge Frauen aus dem Haus des Königs zu geben. Und dann versetzte er sie und ihre jungen Frauen an den besten Ort des Frauenhauses. Esther hatte weder ihr Volk noch ihre Verwandten angegeben, denn Mordechai selbst hatte ihr aufgetragen, es nicht anzugeben. Und Tag für Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenhauses einher, um über das Wohlergehen Esthers und über das, was mit ihr getan wurde, Kenntnis zu erhalten. Und als die Reihe an jede junge Frau kam, zum König Ahasverus hineinzugehen, nachdem ihr gemäß der Bestimmung der Frauen 12 Monate lang geschehen war, denn so wurden die Tage ihrer Massagebehandlung allmählich erfüllt, 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsamöl und mit den Massagen der Frauen. So kam unter diesen Voraussetzungen die junge Frau selbst zum König. Alles, was sie erwähnen mochte, gab man ihr, damit es mit ihr aus dem Frauenhaus in das Königshaus komme.
Am Abend kam sie selbst hin, und am Morgen kehrte sie selbst zum zweiten Frauenhaus zurück in die Obhut des Schaschgas, des Eunuchen des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam jeweils nicht mehr zum König herein, es sei denn, der König habe Gefallen an ihr gefunden und sie sei mit Namen gerufen worden. Und als Esther, die Tochter Abihajils, des Onkels Mordechais, die er sich zur Tochter genommen hatte, an die Reihe kam, zum König hineinzugehen, erbat sie sich nichts außer dem, was Hegai, der Eunuch des Königs, der Hüter der Frauen, dann erwähnte. Während der ganzen Zeit erlangte Esther ständig Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Dann wurde Esther zum König Ahasverus in sein Königshaus geholt, im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König liebte Esther schließlich mehr als all die anderen Frauen, so dass sie mehr Gunst und liebende Güte vor ihm erlangte als all die anderen Jungfrauen. Und er ging daran, den königlichen Kopfschmuck auf ihr Haupt zu setzen und sie an Vashtis Statt zur Königin zu machen. Und der König hielt dann ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und seine Diener, das Festmahl Esthers. Und er gewährte für die Gerichtsbezirke eine Amnestie und er gab fortwährend Geschenke, den Mitteln des Königs entsprechend. Als nun ein zweites Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden, saß Mordechai im Tor des Königs. Esther gab ihre Verwandten und ihr Volk nicht an, so wie Mordechai ihr aufgetragen hatte. Und was Mordechai sagte, tat Esther, so wie zu der Zeit, als sie in Pflege bei ihm gewesen war. In jenen Tagen, während Mordechai im Tor des Königs saß, wurden Bigtan und Teresch, zwei Hofbeamte des Königs, Türhüter, zornig und suchten beständig an König Ahasverus Hand anzulegen. Und Mordechai bekam die Sache zu wissen und erteilte es der Königin Esther sogleich mit. Esther ihrerseits sagte es dem König im Namen Mordechais. Da wurde die Sache untersucht und schließlich herausgefunden. Und sie beide wurden an einen Stamm gehängt, worauf es im Buch über die Angelegenheiten der Tage vor dem König aufgeschrieben wurde. Kapitel 3. Nach diesen Dingen machte König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß und ging daran, ihn zu erhöhen und seinen Thron über alle anderen Fürsten, die bei ihm waren, zu setzen. Und alle Diener des Königs, die sich im Tor des Königs befanden, verbeugten sich tief und warfen sich vor Haman nieder, denn so hatte der König ihn betreffend geboten. Was aber Mordechai betrifft, so pflegte er keine tiefe Verbeugung zu machen und sich nicht niederzuwerfen. Und die Diener des Königs, die im Tor des Königs waren, begannen zu Mordechai zu sagen, »Warum übertrittst du das Gebot des Königs?« Und es geschah, dass sie, während sie Tag für Tag zu ihm sprachen und er nicht auf sie hörte, Haman dann Bescheid gaben, um zu sehen, ob Mordechais Angelegenheiten bestehen würden, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er ein Jude sei. Nun sah Haman wiederholt, dass sich Mordechai nicht tief verbeugte und sich nicht vor ihm niederwarf, und Haman wurde von Wut erfüllt. Doch war es verächtlich in seinen Augen, an Mordechai allein Hand anzulegen, denn man hatte ihm über Mordechais Volk Bescheid gegeben. Und Haman begann danach zu trachten, alle Juden zu vertilgen, die im ganzen Reich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus, warf man das Pur, das heißt das Los, vor Haman, von Tag zu Tag und von Monat zu Monat bis zum 12., das ist der Monat Adar. Und Haman ging daran, zu König Ahasverus zu sprechen, »Da ist ein gewisses Volk, zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Gerichtsbezirken deines Reiches,
und ihre Gesetze sind verschieden von denen jedes anderen Volkes. Und des Königs eigene Gesetze halten sie nicht, und es ist nicht angebracht, dass der König sie gewähren lasse. Wenn es dem König wirklich gut scheint, so werde geschrieben, dass man sie vernichte, und ich werde 10.000 Silbertalente in die Hände derer zahlen, die das Werk tun, damit sie es in den Schatz des Königs bringen. Darauf zog der König seinen Siegelring von seiner eigenen Hand ab und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, der sich gegen die Juden feindselig zeigte. Der König fuhr fort, zu Haman zu sprechen: Das Silber wird dir gegeben, auch das Volk, um mit ihm gemäß dem zu tun, was gut ist in deinen eigenen Augen. Dann wurden die Sekretäre des Königs gerufen, im ersten Monat am 13. Tag desselben. Und es wurde geschrieben, gemäß allem, was Haman gebot. An die Satrapen des Königs und an die Statthalter, die über die verschiedenen Gerichtsbezirke gesetzt waren, und an die Fürsten der verschiedenen Völker, von jedem Gerichtsbezirk in seiner eigenen Schreibweise und an jedes Volk in seiner eigenen Zunge. Im Namen des Königs Ahasverus wurde es geschrieben, und es wurde mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und man sandte die Briefe durch Eilboten an alle Gerichtsbezirke des Königs, um alle Juden, den Jungen wie auch den alten Mann, Kleine und Frauen zu vertilgen, zu töten und zu vernichten, an einem Tag, am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihre Beute zu plündern. Eine Abschrift des Schreibens, das als Gesetz in all den verschiedenen Gerichtsbezirken ausgegeben werden sollte, wurde für alle Völker veröffentlicht, damit sie für diesen Tag bereit seien. Die Eilboten selbst zogen aus, durch das Wort des Königs zur Eile angetrieben, und das Gesetz selbst wurde in Susa, dem Schloss, erlassen. Was den König und Haman betrifft, sie setzten sich, um zu trinken. Die Stadt Susa aber war in Verwirrung. Kapitel 4. Und Mordechai selbst erhielt Kenntnis von allem, was getan worden war. Und dann zerriss Mordechai seine Kleider und legte Sacktuch an und Asche und ging in die Mitte der Stadt hinaus und schrie mit lautem und bitterem Geschrei. Schließlich kam er bis vor das Tor des Königs, denn niemand durfte in Sacktuchkleidung in das Tor des Königs kommen. Und in all den verschiedenen Gerichtsbezirken, wohin immer das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war große Trauer unter den Juden und Fasten und Weinen und Klagen. Sacktuch und Asche selbst wurde als Lager für viele ausgebreitet. Und Esthers junge Frauen und ihre Eunuchen begannen hereinzukommen und es ihr mitzuteilen. Und die Königin geriet in sehr tiefen Schmerz. Dann sandte sie Kleider, um Mordechai zu kleiden und sein Sacktuch von ihm zu entfernen. Und er nahm sie nicht an. Darauf rief Esther Hattach, einen von den Eunuchen des Königs, den er ihr zu Diensten gestellt hatte, und sie beauftragte ihn dann hinsichtlich Mordechais, zu erfahren, was dies bedeute und worum sich all dies handle. So ging Hattach zu Mordechai auf den öffentlichen Platz der Stadt hinaus, der vor dem Tor des Königs war. Da teilte ihm Mordechai alle Dinge mit, die ihm widerfahren waren, und die genaue Angabe des Geldes, das Haman zugesagt hatte, gegen die Juden in den Schatz des Königs zu zahlen, damit man sie vernichte. Und er gab ihm eine Abschrift des Schreibens des Gesetzes, das in Susa zu ihrer Vertilgung erlassen worden war, damit er sie Esther zeige und ihr Bescheid gebe und sie beauftrage, zum König hineinzugehen und ihn um Gunst anzuflehen und direkt vor ihm für ihr eigenes Volk zu bitten. Hattach kam nun herein und teilte Esther Mordechais Worte mit. Dann sprach Esther zu Hattach und gebot ihm hinsichtlich Mordechais:
Alle Diener des Königs und das Volk der Gerichtsbezirke des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Vorhof hineingeht, ohne gerufen worden zu sein, sein eines Gesetz gilt, ihn zu Tode zu bringen. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, so wird er gewisslich am Leben bleiben. Ich aber, ich bin 30 Tage lang nicht gerufen worden, zum König zu kommen. Und man ging daran, Mordechai die Worte Esthers mitzuteilen. Da sprach Mordechai, man solle Esther erwidern: Bilde dir in deiner eigenen Seele nicht ein, dass die Hausgemeinschaft des Königs etwa eher als alle anderen Juden entrinnen werde. Denn wenn du zu dieser Zeit gänzlich schweigst, wird den Juden von einem anderen Ort her Erleichterung und Befreiung erstehen. Was aber dich und deines Vaters Haus betrifft, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob es nicht für eine Zeit wie diese ist, dass du zur königlichen Würde gelangt bist? Demzufolge sprach Esther als Erwiderung zu Mordechai: Geh, versammle alle Juden, die in Susa zu finden sind, und fastet meinetwegen, und esst nicht und trinkt auch nicht, 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich mit meinen jungen Frauen, ich werde ebenso fasten, und darauf werde ich zum König hineingehen, was nicht gemäß dem Gesetz ist. Und wenn ich umkommen soll, so komme ich um. Darauf ging Mordechai hin und tat dann gemäß allem, was Esther ihm aufgetragen hatte. Kapitel 5. Und es geschah am 3. Tag, dass Esther daran ging, sich königlich zu kleiden, wonach sie sich in den inneren Vorhof des Königshauses, dem Königshaus gegenüber, stellte, während der König auf seinem Königsthron im Königshaus gegenüber dem Eingang des Hauses saß. Und es geschah, sobald der König die Königin Esther im Vorhof stehen sah, dass sie Gunst gewann in seinen Augen, so dass der König das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegenstreckte. Esther näherte sich nun und berührte die Spitze des Zepters. Dann sprach der König zu ihr: Was hast du, o Königin Esther, und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königtums, es werde dir auch gegeben. Darauf sprach Esther: Wenn es dem König gut scheint, möge der König mit Haman heute zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn bereitet habe. Daher sprach der König: Lasst Haman auf das Wort Esthers hin rasch handeln. Später kamen der König und Haman zu dem Festmahl, das Esther bereitet hatte. Nach einiger Zeit sprach der König zu Esther während des Weinbanketts: Was ist dein Gesuch? Ja, es werde dir gewährt. Und was ist deine Bitte? Bis zur Hälfte des Königtums, es werde auch getan. Darauf antwortete Esther und sprach: Mein Gesuch und meine Bitte ist, wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König wirklich gut scheint, mein Gesuch zu gewähren und auf meine Bitte hin zu handeln, so mögen der König und Haman zu dem Festmahl kommen, das ich morgen für sie halten werde. Und morgen werde ich gemäß dem Wort des Königs tun. Demzufolge ging Haman an diesem Tag hinaus, freudig und frohen Herzens. Doch sobald Haman Mordechai im Tor des Königs sah und bemerkte, dass er sich nicht erhob und seinetwegen nicht erbebte, wurde Haman sogleich von Wut gegen Mordechai erfüllt. Indes beherrschte sich Haman und kam in sein Haus. Dann sandte er hin und ließ seine Freunde und Seresch seine Frau hereinbringen, und Haman ging daran, ihnen die Herrlichkeit seines Reichtums und die große Zahl seiner Söhne und alles kundzutun, womit ihn der König groß gemacht hatte und wie er ihn über die Fürsten und die Diener des Königs erhöht hatte. Und Haman fuhr fort zu sprechen:
Zudem hat Esther, die Königin, niemand mit dem König zu dem Festmahl, das sie bereitet hatte, hereingeholt als mich. Und auch morgen bin ich mit dem König zu ihr eingeladen. Doch all dies, nichts davon befriedigt mich, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Darauf sprachen Seresch, seine Frau und alle seine Freunde zu ihm: Man mache einen Stamm, 50 Ellen hoch. Dann am Morgen sprich zu dem König, dass man Mordechai daran hänge. Darauf geh mit dem König freudig zum Festmahl. Da schien die Sache gut zu sein vor Haman, und er ließ dann den Stamm machen. Kapitel 6. Während jener Nacht floh den König der Schlaf. Daher sagte er, man solle das Protokollbuch über die Angelegenheiten der Zeiten bringen. So kam es, dass man daraus vor dem König las. Schließlich fand man geschrieben, was Mordechai über Bigthana und Teresch, zwei Hofbeamte des Königs, Türhüter, berichtet hatte, die an König Ahasverus Hand anzulegen gesucht hatten. Da sprach der König: Was ist Mordechai an Ehre und Großem hierfür erwiesen worden? Darauf sprachen die Bediensteten des Königs, seine Diener: Nichts ist ihm erwiesen worden. Später sprach der König: Wer ist im Vorhof? Nun war Haman selbst in den äußeren Vorhof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man solle Mordechai an den Stamm hängen, den er für ihn bereitgestellt hatte. Daher sprachen die Bediensteten des Königs zu ihm: Hier steht Haman im Vorhof. Da sprach der König: Er komme herein. Als Haman hereinkam, da sprach der König zu ihm: Was ist mit dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König selbst Gefallen gefunden hat? Darauf sagte sich Haman in seinem Herzen: An wem würde der König mehr Gefallen finden, um ihm Ehre zu erweisen, als an mir? Somit sprach Haman zum König: Was den Mann betrifft, an dessen Ehre der König selbst Gefallen gefunden hat, man bringe ein königliches Gewand, mit dem der König sich tatsächlich kleidet, und ein Pferd, auf dem der König wirklich reitet und auf dessen Kopf der königliche Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man übergebe das Gewand und das Pferd einem der edlen Fürsten des Königs. Und sie sollen den Mann bekleiden, an dessen Ehre der König selbst Gefallen gefunden hat. Und sie sollen ihn auf dem Pferd auf dem öffentlichen Platz der Stadt reiten lassen. Und sie sollen vor ihm her ausrufen: So wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König selbst Gefallen gefunden hat. Sogleich sprach der König zu Haman: Rasch, nimm das Gewand und das Pferd, so wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Lass nichts unerfüllt bleiben von allem, was du geredet hast. Und Haman ging daran, das Gewand und das Pferd zu nehmen und Mordechai zu bekleiden und ihn auf dem öffentlichen Stadtplatz reiten zu lassen und vor ihm auszurufen: So wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König selbst Gefallen gefunden hat. Danach kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Was Haman betrifft, er eilte in sein Haus, trauernd und mit verhülltem Haupt. Und Haman fuhr fort, Seresch, seiner Frau und allen seinen Freunden alles zu erzählen, was ihm widerfahren war. Darauf sprachen seine Weisen und Seresch, seine Frau, zu ihm: Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, aus dem Samen der Juden ist, so wirst du wieder ihn nicht die Oberhand gewinnen, sondern du wirst bestimmt vor ihm fallen. Während sie noch mit ihm redeten, trafen die Hofbeamten des Königs ihrerseits ein und gingen daran, Haman eiligst zu dem Festmahl zu bringen, das Esther bereitet hatte. Kapitel 7.
Dann kamen der König und Haman herein, um bei Esther, der Königin, Festmahl zu halten. Der König sprach nun zu Esther auch am zweiten Tag während des Weinbanketts: Was ist dein Gesuch, o Königin Esther? Ja, es werde dir gegeben. Und was ist deine Bitte? Bis zur Hälfte des Königtums. Ja, es werde getan. Darauf antwortete die Königin Esther und sprach: Wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, o König, und wenn es dem König wirklich gut scheint, so werde mir auf mein Gesuch hin meine eigene Seele gegeben und mein Volk auf meine Bitte. Denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk, um vertilgt, getötet und vernichtet zu werden. Wenn wir nun lediglich zu Sklaven und lediglich zu Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen. Aber die Bedrängnis ist nicht angebracht, wenn sie dem König zum Schaden gereicht. König Ahasverus sprach nun, ja, er fuhr fort, zu Esther, der Königin, zu sagen: Wer ist dieser und wo ist der, der sich erdreistet hat, auf diese Weise zu tun? Da sprach Esther: Der Mann, der Widersacher und Feind, ist dieser schlechte Haman. Was Haman betrifft, er wurde wegen des Königs und der Königin mit Schrecken erfüllt. Was den König betrifft, so erhob er sich in seiner Wut vom Weinbankett, um in den Garten des Palastes zu gehen. Und Haman selbst stand auf, um bei der Königin Esther für seine Seele zu flehen, denn er sah, dass vom König Schlimmes wider ihn beschlossen worden war. Und der König selbst kehrte aus dem Garten des Palastes in das Haus des Weinbanketts zurück. Und Haman war auf das Ruhebett gesunken, auf dem Esther war. Daher sprach der König: Soll es etwa noch bei mir im Haus zu einer Vergewaltigung der Königin kommen? Das Wort selbst ging aus dem Mund des Königs, und man verhüllte das Gesicht Hamans. Harbona, einer der Hofbeamten vor dem König, sprach nun: Auch steht da der Stamm, den Haman für Mordechai gemacht hat, der Gutes über den König geredet hatte, in Hamans Haus, 50 Ellen hoch. Darauf sprach der König: Hängt ihn daran! Und man ging daran, Haman an den Stamm zu hängen, den er für Mordechai bereitgestellt hatte. Und des Königs Grimm legte sich. Kapitel 8. An jenem Tag gab König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hamans, des Judenfeindes. Und Mordechai selbst kam vor den König, denn Esther hatte kundgetan, was er ihr war. Dann zog der König seinen Siegelring ab, den er von Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte dann Mordechai über das Haus Hamans. Überdies redete Esther wieder vor dem König und fiel zu seinen Füßen nieder und weinte und flehte ihn um Gunst an, damit er die Schlechtigkeit Hamans, des Agagitas, und seinen Plan, den er wieder die Juden ausgeheckt hatte, abwende. Dann streckte der König Esther das goldene Zepter entgegen, worauf Esther aufstand und vor den König trat. Sie sprach nun: Wenn es dem König wirklich gut scheint und wenn ich vor ihm Gunst gefunden habe und die Sache richtig ist vor dem König und ich gut bin in seinen Augen, so werde geschrieben, dass man die Schriftstücke, den Plan Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas, widerrufe, die er geschrieben hat, um die Juden zu vernichten, die sich in allen Gerichtsbezirken des Königs befinden. Denn wie kann ich es ertragen, wenn ich das Unglück anschauen muss, das mein Volk treffen wird? Und wie kann ich es ertragen, wenn ich die Vernichtung meiner Verwandten anschauen muss? Da sprach König Ahasverus zu Esther, der Königin, und zu Mordechai, dem Juden: Siehe, das Haus Hamans habe ich Esther gegeben, und ihn hat man an den Stamm gehängt, darum, dass er seine Hand gegen die Juden ausstreckte. Und ihr selbst
schreibt im Namen des Königs betreffs der Juden gemäß dem, was in euren eigenen Augen gut ist, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn es ist nicht möglich, ein Schreiben, das im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen. Demgemäß wurden die Sekretäre des Königs zu jener Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Siwan, am 23. Tag desselben gerufen. Und man schrieb dann gemäß allem, was Mordechai gebot, an die Juden und an die Satrapen und die Statthalter und die Fürsten der Gerichtsbezirke, die von Indien bis Äthiopien waren, 127 Gerichtsbezirke. An jeden Gerichtsbezirk in seiner eigenen Schreibweise und an jedes Volk in seiner eigenen Zunge. Und an die Juden in ihrer eigenen Schreibweise und in ihrer eigenen Zunge. Und dann schrieb er im Namen des Königs Ahasverus und versiegelte es mit dem Siegelring des Königs und sandte Schriftstücke durch die Hand der berittenen Eilboten, die auf Postpferden ritten, welche im königlichen Dienst gebraucht wurden, Söhnen von schnellen Stuten. Dass der König den Juden, die in all den verschiedenen Städten waren, gewährt habe, sich zu versammeln und für ihre Seele einzutreten. Die ganze Streitmacht des Volkes und des Gerichtsbezirks, die sie befeindete, Kleine und Frauen, zu vertilgen und zu töten und zu vernichten und ihre Beute zu plündern. An dem einen Tag in allen Gerichtsbezirken des Königs Ahasverus, am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Eine Abschrift des Schreibens musste als Gesetz überall in den verschiedenen Gerichtsbezirken ausgegeben werden, veröffentlicht für alle Völker, damit die Juden für diesen Tag bereit seien, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Eilboten selbst, welche auf Postpferden ritten, die im königlichen Dienst gebraucht wurden, zogen aus, vorangedrängt und zur Eile getrieben durch das Wort des Königs. Und das Gesetz selbst wurde in Susa, dem Schloss, ausgegeben. Was Mordechai betrifft, er ging vom König hinaus in einem königlichen Gewand aus blauem Stoff und Linnen, mit einer großen Goldkrone und einem Mantel aus feinem Gewebe, ja aus purpurrötlich gefärbter Wolle. Und die Stadt Susa selbst jauchzte und war voller Freude. Für die Juden gab es Licht und Freude und Frohlocken und Ehre. Und in all den verschiedenen Gerichtsbezirken und in all den verschiedenen Städten, wohin immer das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, da gab es Freude und Frohlocken für die Juden, ein Festmahl und einen guten Tag. Und viele von den Völkern des Landes gaben sich als Juden aus, denn der Schrecken vor den Juden war auf sie gefallen. Kapitel 9. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und sein Gesetz ausgeführt werden sollten, an dem Tag, auf den die Feinde der Juden gewartet hatten, um über sie Herr zu werden, da gab es gerade eine Wendung zum Gegenteil, indem die Juden selbst Herr über ihre Hasser wurden. Die Juden versammelten sich in ihren Städten in allen Gerichtsbezirken des Königs Ahasverus, um Hand an die zu legen, die ihnen Schaden zuzufügen suchten. Und kein Mann hielt vor ihnen stand, denn der Schrecken vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Fürsten der Gerichtsbezirke und die Satrapen und die Statthalter und die, welche die Geschäfte besorgten, die dem König gehörten, standen den Juden bei, denn der Schrecken vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai war groß im Haus des Königs, und sein Ruhm durchlief alle Gerichtsbezirke, weil der Mann Mordechai ständig größer wurde. Und dann schlugen die Juden all ihre Feinde mit einer Schlachtung durch das Schwert und mit Tötung und Vernichtung, und sie taten dann mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Und in Susa, dem Schloss, töteten die Juden, und es wurden 500 Mann vernichtet.
auch Parshandata und Dalphon und Aspata und Purata und Adalya und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vaisata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, dessen, der die Juden befeindet hatte, töteten sie. Aber an das Plündergut legten sie ihre Hand nicht. An jenem Tag kam die Zahl der in Susa, dem Schloss, Getöteten vor den König. Und der König sagte dann zur Königin Esther: In Susa, dem Schloss, haben die Juden getötet, und 500 Mann und die 10 Söhne Hamans sind vernichtet worden. Was haben sie in den übrigen Gerichtsbezirken des Königs getan? Und was ist dein Gesuch? Ja, es werde dir gegeben. Und was ist deine weitere Bitte? Ja, es werde getan. Daher sprach Esther: Wenn es dem König wirklich gut scheint, so gewähre man den Juden, die in Susa sind, auch morgen nach dem Gesetz von heute zu tun, und man hänge die 10 Söhne Hamans an den Stamm. Da sagte der König, dass es so getan werden sollte. Dann wurde in Susa ein Gesetz herausgegeben und die 10 Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden, die in Susa waren, gingen daran, sich auch am 14. Tag des Monats Adar zu versammeln, und sie töteten in Susa schließlich 300 Mann, aber an das Plündergut legten sie ihre Hand nicht. Was die übrigen der Juden betrifft, die in den Gerichtsbezirken des Königs waren, sie versammelten sich und man trat für seine Seele ein, und man rächte sich an seinen Feinden und tötete unter seinen Hassern 75.000, aber an das Plündergut legten sie ihre Hand nicht, am 13. Tag des Monats Adar. Und da war Ruhe an dessen 14. Tag, und man machte ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Was die Juden betrifft, die in Susa waren, sie versammelten sich an dessen 13. Tag und an dessen 14. Tag. Und da war Ruhe an dessen 15. Tag. Und man machte ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Darum machten die Juden auf dem Land, die die Städte der abgelegenen Bezirke bewohnten, den 14. Tag des Monats Adar zu einem Tag der Freude und des Festmahls und zu einem guten Tag und der gegenseitigen Zusendung von Anteilen. Und Mordechai ging daran, diese Dinge aufzuschreiben und an alle Juden, die sich in den Gerichtsbezirken des Königs Ahasverus befanden, an die Nahen und die Fernen, Schriftstücke zu senden, um ihnen die Verpflichtung aufzuerlegen, den 14. Tag des Monats Adar und dessen 15. Tag alljährlich regelmäßig zu begehen, entsprechend den Tagen, an denen die Juden vor ihren Feinden Ruhe bekommen hatten, und dem Monat, der für sie von Kummer in Freude und von Trauer in einen guten Tag umgewandelt worden war, damit sie sie als Tage des Festmahls und der Freude und der gegenseitigen Zusendung von Anteilen und von Gaben an die Armen begingen. Und die Juden nahmen das auf sich, was sie zu tun angefangen hatten und was Mordechai ihnen geschrieben hatte. Denn Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagiter, er, der alle Juden befeindete, hatte gegen die Juden den Plan ausgeheckt, sie zu vernichten. Und er hatte das Pur, das ist das Los, werfen lassen, um sie aufzustören und sie zu vernichten. Aber als Esther vor den König kam, sagte er mit dem Schriftstück: Möge sein böser Plan, den er gegen die Juden geplant hat, auf sein eigenes Haupt zurückkommen. Und man hängte ihn und seine Söhne an den Stamm. Darum nannten sie diese Tage Purim, nach dem Namen des Pur. Daher, gemäß all den Worten dieses Briefes und dem, was sie diesbezüglich gesehen hatten und was über sie gekommen war, erlegten sich die Juden die Verpflichtung auf und nahmen sie auf sich und auf ihre Nachkommen und auf alle, die sich ihnen anschließen würden, damit sie nicht zu bestehen aufhören sollte, diese beiden Tage regelmäßig, gemäß dem, was darüber geschrieben war und gemäß ihrer bestimmten Zeit, alljährlich zu begehen.
Und dieser Tage sollte man gedenken und sie in jeder einzelnen Generation begehen, in jeder Familie, jedem Gerichtsbezirk und jeder Stadt. Und diese Purim-Tage, sie sollte nicht aus der Mitte der Juden verschwinden. Und selbst deren Andenken sollte unter ihrer Nachkommenschaft zu keinem Ende kommen. Und Esther, die Königin, die Tochter Abihails, und Mordechai, der Jude, gingen daran, mit allem Nachdruck zu schreiben, um diesen zweiten Brief über die Purim zu bestätigen. Dann sandte er Schriftstücke an alle Juden in die 127 Gerichtsbezirke in das Reich des Ahasverus, mit Worten des Friedens und der Wahrheit, um diese Purim-Tage zu ihren bestimmten Zeiten zu bestätigen, so wie Mordechai der Jude und Esther die Königin es ihnen auferlegt hatten. Und so wie sie ihrer eigenen Seele und ihren Nachkommen die Angelegenheiten der Fastentage und ihres Hilfeschreis auferlegt hatten. Und Esthers Wort selbst bestätigte diese Purim-Angelegenheiten, und es wurde in einem Buch aufgeschrieben. Kapitel 10. Und König Ahasverus ging daran, dem Land und den Inseln des Meeres Zwangsarbeit aufzuerlegen. Was all seine tatkräftige Arbeit und seine Macht und die genaue Angabe der Größe Mordechais betrifft, mit der der König ihn groß gemacht hat, sind sie nicht im Buch der Angelegenheiten der Zeiten der Könige von Medien und Persien aufgeschrieben? Denn Mordechai, der Jude, war Zweiter nach König Ahasverus, und er war groß unter den Juden und wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder, indem er zum Guten seines Volkes wirkte und Frieden redete zu all dessen Nachkommen.